So, willkommen Leute. Heute zeige ich euch mal, wie man den Charakter wechselt von männlich auf weiblich auf männlich. So wie ihr das wollt. Ihr könnt jederzeit den Charakter ändern, ohne dass ihr wieder von vorne anfangen müsst. Sprich, dass eure Autos aus der Garage löscht, wenn ihr einen Zweckcharakter erstellt oder dass euch irgendwas verloren geht. Das Einzige, was euch verloren geht hierbei, sind die Outfits, die ihr abgespeichert habt. Die sind natürlich dann weg, wenn ihr jetzt von männlich auf weiblich macht oder umgedreht von weiblich auf männlich. Und dann fangen wir mal an, dann legen wir mal los. Dazu müsst ihr in Interaktionsmenü gehen, auf Stil und Aussehen verändern. Kostet natürlich 100.000. Dann angekommen im Menü. Wechselt ihr einfach auf die Bekleidung, auf Crew, geht hier auf Crew, T-Shirt, dann habt ihr unten Crew-Emblem. Jetzt müsst ihr für PS4-Controller, Kreis und Steuerkreuz nach unten ganz schnell hintereinander drücken, ziemlich fast zeitgleich. Und bei Xbox die Bertha-Taste und Steuerkreuz nach unten. Und dann könnt ihr mit links, rechts die Charaktere auswählen. Lasst uns starten. So, wenn ihr schnell genug wart und wirklich hintereinander zügig gedrückt habt, dann könnt ihr hier mit links und rechts auswählen, männlich oder weiblich. Ihr könnt dann oben auch die Vererbung verändern. Ihr könnt die Sichtzüge verändern, das Aussehen verändern. Wie gesagt, ruckizucki könnt ihr euren Charakter ändern und seid dann halt männlich oder seid dann halt weiblich. Und ohne einen neuen Charakter zu erstellen. Könnt dann unten abspeichern und alles ist gut. Das Einzige, was verschwindet, sind wie gesagt die Outfits, die ihr abgespeichert hattet zum jeweiligen Charakter. Das ist das Einzige, was verschwindet. So, wenn es euch gefallen hat, dann wie gesagt, lasst da mal ein Like da, lasst da mal ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr rund um GTA Online. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.